Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Young Boomer Bundle von Dexter. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Young Boomer von Dexter, das Ganze am 27. November erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Es gab im Vorfeld etwas Probleme und Verzögerungen rund um dieses Release. Schlussendlich wurde das Album dann auf den 27.11. verschoben, speziell wegen der Vinyl. Die hatte irgendwie Probleme, weil die wurde in Frankreich gepresst und dort gab es dann wegen Corona diverse Verzögerungen beim Presswerk. Dann gab es eine weitere Verzögerung. Das Album wurde dann physisch erst am 11.12. released, also nochmal 2 Wochen später, allerdings digital das Album am 27. November. Ja, nachdem in meinem Bundle hier auch eine Vinyl dabei war, war die auch von dieser Verzögerung betroffen, ist dann eben erst am 11.12., also 2 Wochen nach digitalem Release, erschienen. Wir haben hier ein Bundle bestehend aus dem Album auf Doppelvinyl und dann haben wir hier einen besonders ausgefallenen Inhalt des Bundles. Und zwar haben wir hier tatsächlich eine Flasche Wein, ja, und ein Shirt mit dabei. Das Ganze gab es exklusiv auf HHV im Shop zum Bestellen. Und das Bundle ist auch streng limitiert auf 100 Stück. Das sehen wir unter anderem hier. Das Ganze ist hier mit 100 Stück limitiert und auch durchnummeriert. Mein Bundle in diesem Fall die Nummer 28. Gut, ich würde sagen, wir schauen uns erstes mal an die einzelnen Inhalte, beziehungsweise holen die einzelnen Inhalte mal aus der Verpackung. Das Bundle besteht, wie gesagt, aus der Doppelvinyl. Die werden wir mal als erstes aus der Folie befreien. Kommt hier in einem Gatefold. Das lässt sich immer wunderbar hier mittig aufschneiden. Und da haben wir hier noch einen Sticker. Was lesen wir hier? Dexter Young Boomer Colored. Also die eingefärbte Vinyl. Es gab das Album regulär auf schwarzer Vinyl, aber eben auch auf orangener Vinyl. Und in dem Bundle war die orangene Vinyl dabei. Und wie gesagt, zusätzlich haben wir dann noch das hier, einen Karton. Hier lesen wir Young Boomer Dexter Karl Heidle. Also das ist der Weinbauer oder die den Wein produziert haben für Dexter. Eine Piccolo-Flasche haben wir hier, 0,375 Liter, 13%. 2019 grauer und weißer Burgunder Württemberg. Kurze Abfüllung, Weingut, okay. So, 28 von 100, wie gesagt, das bezieht sich auf die Limitierung. Und M, denn wir haben hier auch noch ein Shirt dabei. Das konnte man in der Größe auswählen. Ich habe mich für M entschieden. Ansonsten hier so ein UPS-Karton, hier auch nochmal beschriftet. Musikvinyl, Dexter T-Shirt, M, Barcode, okay. Gut, dann werden wir hier oben mal, hier ist das Ganze nämlich noch geschützt, hier lesen wir Glas, also dass der das Ganze transportiert, nicht irgendwie zu grob damit umgeht. Hier einmal aufschneiden und hier unten einmal aufschneiden. Und ich denke, dann können wir hier wunderbar öffnen. Wir probieren es mal. Ja, gar nicht so einfach. Vielleicht schneiden wir es doch einfach oben komplett auf und machen hier oben auf. So, das wird wahrscheinlich am leichtesten sein. Genau so ist es. So, hier geht's los. Oh, es geht ziemlich streng raus. So, hier haben wir einmal das Shirt, das irgendwie festhängt. Einmal das Shirt. Und die Flasche. Und hier ist noch irgendwas weiteres dabei. Moment. Ah, okay, Infos plus. Hier ist ja noch irgendwie das Verpackungsmaterial drinnen. So, also wenn ich es richtig erkennen kann, wir schauen mal kurz, dann ist dieser Karton jetzt leer, packen wir zur Seite, brauchen wir nicht mehr, auch das brauchen wir nicht mehr und auch das brauchen wir nicht mehr.
So, also das Shirt noch in Folie. Auch das holen wir mal raus. So, aber jetzt kann es endlich losgehen. Jetzt haben wir alle Inhalte entnommen. Kleine Info noch, das Bundle ist sehr schnell ausverkauft gewesen. Aber was es für mich besonders spannend gemacht hat, das Ganze zu kaufen, war, dass es mir ursprünglich gar nicht möglich gewesen ist, das zu bestellen. Denn, wir schauen mal kurz hier rein, das ist die Seite, auf der ich das bestellt habe, von HHV. Und wenn wir hier schauen, nein, Moment, das ist die Vinyl. Ich muss ganz kurz das Bundle aufrufen. Das ist das Falsche. Wir brauchen natürlich nicht dieses Vinyl, sondern wir brauchen das Young Boomer Bundle. Und zwar war da das Problem, dass das Ganze beschränkt war wegen des Alkohols. Und zwar war das Ganze ab 18 Jahren. Das ist ja an sich kein Problem. Aber genau, hier haben wir es. Ausverkauft, ja. Aber genau, hier lesen wir es. Unter dem Hinweis, dass es nicht unter 18 Jahren verkauft werden darf, lesen wir hier: Dieser Artikel darf nicht in das Land Österreich verkauft werden. Ja, und nachdem ich ja in Wien lebe, hat mich dieses Embargo, dieses Handelsverbot natürlich getroffen. Deswegen musste ich das Bundle zu einem guten Freund von mir nach Deutschland erstmal schicken lassen. Und der hat es dann zu mir weitergeleitet. Ja, das nur am Rande. Also unter erschwerten Bedingungen dieses Bundle hier geholt. Wir starten mit dem Album. Auf Doppelvinyl, so sieht das aus, als wäre hier noch irgendwie eine Folie oder irgendwie so Faltlinien, so Faltungen von der Folie drin. Das gehört hier zum Artwork. Dann haben wir hier in der Mitte Dexter mit einem wunderbaren Pullover, mit einer schönen Sonnenblumenwiese. Young Boomer, hier komplett der Rahmen. Dexter, und dann haben wir hier noch grün, einen Verbraucherhinweis auf Englisch. In der Vergangenheit ja hauptsächlich als Produzent in Erscheinung getreten, aber hin und wieder rappt er ja auch selbst. Wir haben hier auf dem Album insgesamt 12 Tracks und diverse Features, unter anderem mit dabei El Guni, Lugatti und Nein, Fettoni, Lackmann und Döll und noch ein paar andere. Dann hier die Credits, natürlich Dexter hier hauptverantwortlich, Barcode. Gut, also wie gesagt, die Vinyl gibt es auch so zu kaufen, sowohl auf schwarzer Vinyl als auch orangener Vinyl. Aber ich glaube, beide Vinyls, also beide Sorten, gab es wirklich exklusiv nur über HHV. Dann haben wir hier noch eine Danksagung. Und hier geht es dann noch weiter mit den Credits. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Vinyl Nummer 1. Die kommt hier in schwarzer Papierhülle. Und wie bereits angekündigt, hier in knalligem Orange. Das ist die Vinyl. Ist auch hier in der Mitte noch beschriftet mit der Tracklist. Dann haben wir hier die Rückseite, die B-Seite mit weiteren Tracks. So sieht das aus. So, und auch die Vinylhüllen hier in Schwarz sind innen mit so Folie beschichtet. Das ist auch sehr gut. So, und die zweite Vinyl, die kommt natürlich auch in schwarzer Papierhülle und in diesem knallenden Orange. So sieht das aus. Jawohl, also orangene Doppelvinyl hier in dem Gatefold. Die packen wir da einmal zur Seite. Dann haben wir als nächstes den Wein. Also, soweit ich mich erinnern kann, ist das für mich absolute Premiere. Es gibt ja diverse Rapper, die abseits irgendwie ihre Musik Alkohol machen, was auch immer, Wodka etc. Aber, dass es wirklich mal ein Rapper bringt, eine Flasche Wein oder generell Alkohol wirklich seiner Box oder seinem Bundle beizulegen, das ist, soweit ich weiß, wirklich eine Premiere, habe ich noch nie zuvor gesehen. Young Boomer, Dexter, Karl Heidle. Also wie gesagt, Piccolo-Flasche, 0,375 Liter, 13%, 2019er,
Deutsche Landwirtschaft, Öko, okay. So, hier oben dann noch die Logos. Ein VDP-Gutswein. Auch der Deckel hier, Moment. Beschriftet und geprägt von Karl Heidle. Ja, so sieht er aus. Kann man dann mal zu gegebenem Anlass köpfen. Oder sieht auch gut im Regal aus. Gut, so viel zu dieser Flasche Wein. Es ist eine Cuvée aus weißem und grauem Burgunder. Dann haben wir hier noch eine Infozeitschrift, also wirklich wie eine Zeitung des Weinguts. Hier sieht man dann, wo der Wein genau herkommt. Also hier so eine Kooperation mit diesem Weingut. Texte könnt ihr euch natürlich gerne hier durchlesen. Das könnt ihr mal durchblättern. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so der große Weintrinker. Aber in meinem Freundeskreis gibt es auf jeden Fall viele, die das ganz gerne machen. Gut, das war diese Zeitschrift hier noch zusätzlich. Und als letzten Bundleinhalt haben wir dann hier noch ein Shirt. Das kommt hier in schwarz mit orangenem Aufdruck. Und zwar lesen wir hier auf der Brust Young Boomer in dieser verschlungenen Schrift. Ansonsten hier nichts weiter drauf. Und auch die Rückseite komplett in schwarz. So, HHV ist das hier. Größe M. Wie gesagt, die Größe konnte man frei auswählen. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle. Jetzt schauen wir nochmal kurz, ob hier irgendwo was rauszufinden ist, wo das Ganze herkommt. Aber nein, hier steht nichts weiter drauf. Okay. Grüße gehen raus, unbekannterweise. Und wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also wir haben das schwarze Shirt mit dem orangenen Schriftzug hier, diese verworrenen Buchstaben, Young Boomer im Brustbereich. Ansonsten eben hier komplett in schwarz gehalten. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt in der Größe M. Wie gesagt, die Größe war damals frei wählbar. Dann haben wir diese Flasche hier, die Weißweinflasche, die Piccolo-Flasche 0,375 Liter. Die zugehörige Zeitschrift hier vom Weingut. Und natürlich das Album Young Boomer von Dexter auf orangener Doppelvinyl. Jawohl. Das alles in diesem wunderbaren Bundle Young Boomer von Dexter. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Dexter unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.